Das deutsche Biotechnologieunternehmen BioNTech muss sich in Hamburg dem ersten Zivilprozess wegen angeblicher Schäden durch seinen Corona-Impfstoff Comirnaty stellen. Eine Klägerin fordert wegen eines mutmaßlichen Impfschadens ein Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro, meldet das Landgericht Hamburg. Die Klägerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, gibt an, seit der Covid-19-Impfung unter anderem an Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten sowie Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen zu leiden. BioNTech weist die Vorwürfe zurück und erklärt, dass die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Klägerin auf Basis aller verfügbaren Informationen sorgfältig geprüft wurden. Das Unternehmen komme zu dem Ergebnis, dass die Klage unbegründet sei. In den kommenden Wochen und Monaten stehen in Deutschland potenziell hunderte solcher Klagen gegen verschiedene Impfstoffhersteller an, darunter auch BioNTech und Moderna. Die Kanzlei Rogert und Ulbrich hat bisher in 250 Fällen Klagen vor Gericht eingereicht, wie Anwalt Tobias Ulbrich berichtet. Die Kanzlei Cäsar Preller vertritt nach eigenen Angaben 100 ähnliche Fälle. Damit sind die meisten Kläger in diesem Themenkomplex durch eine der beiden Kanzleien vertreten.